Schon seit 3 Monaten hat Laso der So kein Video mehr auf YouTube hochgeladen, aber wo ist er und kommt er bald wieder? Alles hat 1 Monat davor angefangen, als Laso der So in seinen Videos begonnen hat, immer motivationsloser zu reden. Wir Fans haben sofort bemerkt, dass etwas mit Lars nicht stimmt. Freunde, ich hasse es. Miss Lemons, da ist sie. Wir gehen rein, Leute. Wir werden es probieren, es zu schaffen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Ich glaube, aber wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht die dunkle Wahrheit, die dahinter steckte. Einige Leute haben sogar geschrieben, dass Lars Drogen nimmt oder viel Alkohol trinkt, was natürlich nicht gestimmt hat. Irgendwann aber hat Lars ein Video hochgeladen mit dem Namen Statement zu allem, in dem er über alles geredet hat. Er hat erzählt, wieso er aufgehört hat, mit Roman Videos aufzunehmen und natürlich am wichtigsten, wieso er sich in seinen Videos so komisch angehört hat. Lars ging es nämlich psychisch nicht so gut, durch viele verschiedene private Probleme. 1 Monat später hat sich Lars dazu entschieden, dieses Video wieder zu löschen, weswegen ich auch nicht mehr über dieses Video sagen werde. Nach diesem Statement sind monatelang keine weiteren Informationen zu Lars gekommen, aber jetzt wissen wir, wann Lars wieder anfangen wird, Videos hochzuladen. Und zwar hat Flo letzte Woche einen neuen Song über sich und Lars rausgebracht. Hört euch den Song gerne an. In diesem Song geht es um die Freundschaft zwischen Flo und Lars und als Flo im Minikraft-Freunde-Finale über diesen Song geredet hat, hat er uns endlich erzählt, was gerade mit Lars los ist und ob wieder Videos von ihm kommen werden. Nächsten Freitag kommt ein spezieller Song raus und der liegt mir sehr am Herzen. Es ist ein Song über Flo und Lars, ja. Ihr wisst, letzten Sommer kam Lars oder so zurück in meine Gruppe und wir haben wieder Videos gemacht. Aktuell leider geht's Lars nicht so gut. Er liegt zurzeit im Krankenhaus, weil er einen Autounfall hatte. Aber Leute, alles gut. Er bessert sich, ja. Ich schreibe ihm laufend. Er hat richtig Bock, wieder Videos zu machen, aber ich habe ihm gesagt, du musst dich wirklich jetzt mal ein bisschen genesen, ein bisschen ausruhen, damit du wieder voll gesund wirst. Sonst macht das keinen Sinn, wenn du so halbmäßig Videos machst und noch halb im Krankenhaus bist. Also Lars hat schon Bock. Es geht ihm hoffentlich bald wieder besser, Leute. Wirklich, Lars, ich wünsche dir nur das Beste. Es freut mich sehr zu hören, dass Lars weiterhin Lust hat, Videos aufzunehmen und dass Flo so ein guter Freund ist, der ihn unterstützt. Falls euch interessiert, wieso Laso der So und Arazul sich gestritten haben, dann schaut euch dieses Video als nächstes an.